wenn ich mich dazu hinreißen ließe, all dem Unbill, dem zähen Widerständen, den Unangenehmheiten zu unterwerfen, Schüler anzunehmen und beginnen würde, Lehrreden zu halten, unter der Voraussetzung, dass man dieses Wort mit zwei E anstelle mit EH schreibe, etwa unter dem Motto Dr. Verschwund ad Parnassum, wie zum Beispiel könnte man paralektisch damit beginnen, zum Beispiel mit der Frage, wenn Sie das Phänomen des Traumes mit dem Phänomen der Wirklichkeitsweltvorstellung vergleichen, was fällt Ihnen dann auf, welcher Strukturiertheit diese beiden Phänomene unterliegen? Beschreiben Sie es. Ja, genau, erstens, beide in ihrem je unterschiedlichen Modus gehen von irreduzibler, nicht in Frage zu stellender, gar nicht auf die Idee kommender, gar nicht auf die Idee kommend, eine Frage danach zu stellen, selbstevidenter Wirklichkeit aus. Sobald Sie die Augen aufschlagen, kommt Ihnen diese Wirklichkeit irreduzibel, selbstevident, als diejenige vor, als diese sich zeigt, ununterschieden, dass Sie in diesem Bild sind und das Tableau und im Tableau Sie sind, denn Sie können nicht unterscheiden, was das Beobachtende, was das Projizierende und was das Sie Anschauende darunter ist. Es ist von einer selbstevidenten Überzeugung in seiner überwältigenden Vielfalt, Bewegtheit und Luzidität, könnte man sagen. Was fällt Ihnen noch auf? Ja, Sie erkennen es. Der Film zeigt sich immer mit dem Aspekt, mit dem inhärenten Aspekt geschlagen, als ob dies nicht enden könne, als ob die Filmspule immer weiter fließt. Ziehen die Wolken von links nach rechts und verschwinden am Horizont, ziehen die nächsten Wolken nach. Der Film findet niemals das Insignium eines Titels. Fin, das Ende. Sobald Sie die Augen öffnen, ist das Sichtbare immer sofort da, als projizierte Weltvorstellung. Und haben Sie es bemerkt? Der Film läuft merkwürdigerweise immer horizontal, von links nach rechts, von rechts nach links, wie Sie wollen. Aber er bewegt sich nie, wie in dem Film Inception, so, als ob es von oben nach unten verliefe, als ob die Projektionsleinwand sich wie in einer Pergamentrolle, wie in einer Tora-Rolle plötzlich nach oben verböge und dahinter erscheine das, was in der Truman Show als ein unbeschrifteter leerer, heller oder dunkler Hintergrund aufschiene. Und das Gewölbe der Welt würde diese Pergamentrolle, diese Tora-Rolle allmählich über sie stülpen.
Und wenn Sie nun das Gegenteil betrachten und Sie schließen die Augen, wie erscheint dann die Vorstellungswirklichkeit immer noch als ein kontinuierlicher Film, der sich von horizontal bewegt und nie vertikal? Ja, Sie haben es nach kurzem Nachdenken erkannt, dem ist nicht so. In diesem Moment passiert etwas völlig anderes. In diesem Moment der Rückkehr in die Autochtonie eines autopoetischen, selbstreorganisierenden, dualen Körpers, der in diesem Moment die Augen schließt und also den ternären, den Drittveränderungsnotwendigkeiten der Sorgen und Besorgungen, für die das Interface des Bewusstseins notwendigerweise diese Weltvorstellungen aufspannt, kehrt zurück in ein dyadisches Geschehen, nicht der horizontalen Filmabläufe, kontinuierlich nie stillstehenden, sich bewegen müssens, sondern stoppt die Bewegung, geht eher, wenn es sie überhaupt Bewegung ist und nicht vielmehr Stillstand, vertikal von oben nach unten, von unten nach oben. Das ist der Moment, an dem der Körper sich als dieses Kreuz, als dieser längliche Balken, der oben von Querstreben zum Kreuz genagelt ist, erkennen, erspüren macht, und dann passieren andere Dinge. Die Zeitlichkeit verschwindet, die Bewegung verschwindet. Sie kommen in den Stillstandsmoment dessen, dass sie diesen Augenblick der Selbstwahrnehmung, des Bodyscans, wie man so schön modern sagt, kontinuierlich mit der Augenblicklichkeit des Seins, mit seiner Leiblichkeit und damit verbunden mit skandierten, immer stillstehenden Fallensmomenten, kontinuierlicher Auslöschung, kontinuierlichen tödlichen, im Abwarten auf den letzten Stillstandmoment konfrontiert sind. Unzurückpreisbar. Und dann schrecken sie auf und öffnen die halogenisierten Augen und glotzen wieder auf das, was ihnen Trost spendet, als die nie aufhörende Filmspule der selbstevidenten Wirklichkeit, die sie keinen Moment in Frage zu stellen beginnen. Warum ist das so? Was können Sie daraus schließen? Warum zeigt sich das eine Bild des nie enden könnenden Bewegungsmusters in vertikaler Weise so und das andere in entgegengesetzter Richtung als kontinuierliches stillstehendes Bodenloses in einem bodenlosen Ungrund des Parmenides, in ein kontinuierliches Sterben der Stoiker, oder Adolf Muschk nennt es sukzessives Loslassen? Welche Funktionen haben beide Modalitäten von Seins, Existenz oder Weltauffassung? Nicht zu vergessen noch die anderen Punkte, derer wir 10 verschiedene aufgezählt haben. Einerseits, dass die Wirklichkeit zwar ihnen evidenterweise als wirklich erscheint, aber gleichzeitig völlig verunwirklicht, völlig entschärft. Es kann ihnen nichts geschehen. Sie können es nicht berühren, sie können es nicht erreichen. Der Horizont oder der Regenbogen verschiebt sich immer weiter in die Ferne. Die Paradoxie, ja, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter, so würde das dann weitergehen etwa.